den Wieso-Konsumagenten. Die Zuckerfallen in unserem Essen. Mein Kollege Wolfgang tappt wirklich in jede. War aber auch lecker, ne? Wenn wir uns vorstellen, dass wir quasi von einer Zuckerverseuchung sprechen. Der Süßmacher ist eben auch in Knabberzeug und gesund wirkenden Eistees versteckt. Das ist ja eigentlich Beschiss. Aber was wissen Konsumenten über den Zuckergehalt von ganz alltäglichen Lebensmitteln? Das ist ja erschreckend. Wolfgang will's aber auch nicht wahrhaben. Was soll denn an Zucker so schlimm sein? Wir lassen Kinder ohne Aufsicht im Supermarkt frei. Mit erschreckendem Resultat. Können Zuckeralternativen eine Lösung sein? Nicht so doll. Nö. Darf ich vorstellen, das ist mein Kollege Wolfgang Trepper. Und das ist meine liebe Kollegin Anastasia Zamponidis. Zusammen sind wir die Wieso-Konsumagenten. Heute ist unser freier Tag und ich habe Wolfgang ins Kino eingeladen. Nur mit ihm darf ich bestimmen, welchen Film wir schauen. Er interessiert sich eh nur fürs Popcorn. So, also, hast du die Karten? Ja. Ja. Okay, bin nur kein Bruch. Ich liebe es, mit einer süßen Begleitung ins Kino zu gehen. Ja, und Anastasia stört ja auch nicht groß. Mit einer Tüte Popcorn kann es bei Wolfgang keine Hollywood-Diva aufnehmen. Eine Liebesgeschichte mit garantiertem Happy End, wie ich es mir bei diesem Film erhoffe. Apropos. Herr Gott, wann geht denn endlich los? Na gleich. Na, da muss man sich eben anderweitig beschäftigen. Ich habe aber auch Hunger. Darf ich auch mal? Mhm. Sag mal, ist das dein Ernst? Nee, Popcorn. Die Tüte ist ja fast leer und der Film hat noch nicht mal angefangen. Ja, das staune ich jetzt auch ein bisschen. Aber war aber auch lecker, ne? Da ist doch ganz viel Zucker drin. Ja, weil du wolltest doch den Film gucken. Ja, das machen wir ja auch gleich, aber du wirst doch dick davon. Ich guck mal, wie viel Zucker du am Tag zu dir nimmst. 5% von deinem täglichen Kalorienbedarf dürfen Zucker sein, nicht mehr. Ja, 5%, was soll das denn heißen? 5% von was? Von deinem täglichen? Ja, Gott, noch mal. Komm, wir stören die Leute, wir gehen lieber. Das ist interessant. Komm, lass uns das recherchieren. Ja, und der Film? Den gucken wir beim nächsten Mal. Hier, Wonder Popcorn. Lecker. Ist aber nicht mehr viel drin. Also gut einteilen. Die Leute denken, wir haben sie nicht alle. So schnell kann es vorbei sein mit dem freien Tag. Aber bevor Wolfgang einen Zuckerschock erleidet, lenke ich ihn lieber mit einem neuen Recherchejob ab. Auf ins Büro und ran an die Arbeit. So, aber kapieren tut das doch kein Mensch. Was? Ja, wie soll das denn jetzt nur gehen mit diesen 5%? Das verstehe ich nicht. Naja, als erstes müssten wir errechnen, wie viel Kalorien du pro Tag zu dir nehmen sollst. Ja, im Durchschnitt. Ja, das, und solange es schmeckt. Na toll. Jetzt schreibt mir dieses Internet sogar noch vor, wie viel ich essen soll, wo es mich doch schon dauernd vom Sport abhält. Also laut Tabelle ist dein durchschnittlicher Bedarf pro Tag 2500 Kilokalorien. Und davon 5% Zucker. Warte mal, jetzt brauchen wir, brauchen Hilfe, so geht das nicht. Ich brauche Hilfe. So. Ist schwer so ein Ding, ne? Das ist schwer so ein Ding, ja. Aber geht ja noch. Wolfgangs Zuckerration. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt Männern in Wolfgangs Alter eine durchschnittliche Kalorienaufnahme von 2500 Kalorien. Laut Weltgesundheitsorganisation soll man 5% seiner täglichen Kalorienzufuhr mit Zucker decken. Das sind bei 5% gerade einmal 125 Kalorien. So kommt man mit dem Dreisatz auf eine Tagesdosis von gerade mal 31 Gramm. 31 Gramm? Wie viel ist das denn? Ach, dann bauen wir doch mal ein Türmchen. Das habe ich schon als Kind geliebt. Guck mal! Hält sogar. So, 31 Gramm, das kriegt man doch locker hin. Im Kaffee trinke ich sowieso keinen Zucker. Dann lasse ich die Süßigkeiten über Tag weg. Das kann doch gar nicht so schwer sein. Na, ob das hinkommt? Doch. Ich habe eine Idee. Du schreibst mir mal auf, was du so den lieben langen Tag isst. Du tust so, als würde ich nur essen. Ich gehe einkaufen, dann schauen wir uns das mal genauer an, ob 31 Gramm Zucker wirklich hinkommt. Das finde ich gut. Okay? Eigentlich ganz praktisch für Wolfgang. Damit wir unser Experiment durchführen können, kaufe ich ihm all seine Lieblingslebensmittel ein. Wie zu erwarten, sind es hauptsächlich Fertiggerichte. Als einziges frisches Lebensmittel mogelt sich auch eine Banane dazwischen. Ein Ernährungswissenschaftler soll aufklären, ob Wolfgang unter den 31 Gramm Zucker bleibt, wenn er das alles an einem Tag verdrückt. Immer muss man auf den feinen Herrn Trepper warten. Da bist du ja. Hast du alles? Ich war für den Einkaufen. Bestimmt schwer, ne? Ja. So, hier geht rein.
Also ich helfe echt gern bei der Emanzipierung. Ah, Herr Meinold? Ja. Ich bin Wolfgang Trepper von dem Wieso Konsumagent. Das ist meine Kollegin. Bei Zuckerentzug vergisst er schon mal meinen Namen. Das sind die Lebensmittel, die mein Kollege an einem Tag zu sich nimmt. Und wir möchten jetzt natürlich wissen, bleibt er mit diesen Lebensmitteln unter den 31 Gramm Zucker, die von der WHO empfohlen werden? Ja, das kann ich auch nicht aus dem Ärmel schütteln. Das muss ich berechnen, dann nehme ich die Sache mal mit. Ja. Der Ernährungswissenschaftler Christoph Meinhold hat Wolfgangs Leibgerichte nach Mahlzeiten sortiert und den Zuckergehalt anhand der Nährwerttabelle ausgerechnet. Ich bin ja mal gespannt, ob das die richtige Ernährung ist, um Wolfgangs Bäuchlein in Zaum zu halten. Ich liebe Buffets. Ich habe das hier mal aufgebaut. Wenn wir uns die Tagessumme ansehen, sehen wir, dass sie insgesamt 162 Gramm Zucker in all dem zusammen zu sich nehmen würden. So viel? Ja. Die magische Schallgrenze, die Sie sagten, 31 Gramm, die haben wir schon bei der allerersten Mahlzeit des Tages schon überschritten mit 49,6 Gramm. So viel Zucker ist in den Einzelportionen natürlich enthalten oder zugesetzt. Und das verteilt sich auf die einzelnen Lebensmittel. Für das Müsli haben wir 7 Würfel Zucker. Und für die enthaltene Sojamilch haben wir nochmal 2. Für die Banane haben wir 5 Würfel Zucker. Für die 2 Cappuccino kommen noch mal 3 Zucker hinzu. Das ist eine Menge. Das hätte man doch gar nicht gedacht, was hier alles schon an Zucker drin zu finden ist. Und es geht munter weiter. Im Vormittagssnack verstecken sich insgesamt 26 Gramm Zucker. Das sind 9 Würfel obendrauf. Die brauche ich für meine Energie. Schon klar, du bist ein totaler Power-Typ. Im Mittagessen 29 Gramm Zucker, also 10 Würfel. Davon alleine im Getränk schon 7 Stück. Schmeckt aber auch lecker, das Zeug. Am Nachmittag wird Wolfgang bescheidener. Nur 3 Zuckerstückchen. Der nimmt das aber auch genau, dieser Erbsenzähler. Zum Abendessen kommen dann noch mal 42,3 Gramm Zucker dazu. Spitzenreiter ist dabei wieder das Getränk mit 7 Würfeln. Insgesamt plus 14 Stückchen. Und dabei schmeckt das Schnitzel nicht mal süß. Tja, das ist eben die Zuckerfalle. Guck mal, selbst in den herzhaften Chips steckt Zucker. 2 Würfel. Alle Mahlzeiten zusammen ergeben das Fünffache der empfohlenen Tagesmenge. 55 Würfel. Das ist unglaublich. Das ist doch eine Menge. Also mit einer Mahlzeit locker schon die Tagesration, ne? Die empfohlene. Ja, die WHO bezieht sich natürlich auf den zugesetzten Zucker, also den zum Beispiel hier in der Limonade zugesetzten Zucker. Im Gegensatz dazu die Banane, die natürlich auch Zucker enthält und der nicht mitkalkuliert würde. Das ist halt der Naturzucker. Genau. Laut Weltgesundheitsorganisation sollte vor allem der zugesetzte Zucker reduziert werden. Bei Obst können wir mit gutem Gewissen zugreifen. Dann sehen wir uns mal hier den Fruchtjoghurt an. Da sehen wir hier in der Nährwerttabelle Zucker 16,5 Gramm. Und hier sind natürlich sowohl der Fruchtzucker als auch der Milchzucker als auch der zugesetzte Zucker enthalten. Und woher soll der Verbraucher jetzt wissen, wie viel ist davon natürlich und wie viel ist noch zugefügt? Das kann er aus der Nährwertangabe hier gar nicht sehen. Ist die Zahl von der WHO denn dann realistisch? Die Zahl ist extrem schwierig einzuhalten. Auf dieser Soße steht gar nichts von Zucker. Wie kann es sein, dass da so viel drin ist? Da müssen wir natürlich eigentlich mal das Zuckerlexikon befragen und sehen, dass hier natürlich andere Zuckerangaben wie Glucose-Fructose-Sirup mit enthalten sind. Das ist auch der einzige Zucker, der hier noch angegeben ist. Und der wird direkt an der dritten Stelle angegeben. Das heißt, es ist viel und es ist nichts anderes als Zucker. Genau, es ist flüssiger Zucker. Die Zutaten werden in der Reihenfolge der enthaltenen Menge gelistet. Oft sind aber mehrere süßmachende Substanzen in kleineren Mengen enthalten, die so weiter hinten auftauchen, und zwar nach dem Motto: Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich nur ganz anders heiße. Das heißt, der Verbraucher, der nicht all diese Begriffe von Zucker kennt, denkt: Oh, kein Zucker oder kaum Zucker drin. Genau. Zucker hat bis zu 70 verschiedene Namen. Nur der Haushaltszucker wird auch Zucker genannt. Für andere süßende Substanzen verwendet die Industrie weniger geläufige Namen, wie zum Beispiel Glucose-Fructose-Sirup, Oligofructose, Malzextrakt oder Polydextrose. Das ist ja eigentlich Beschiss. Bingo. Von wegen. Das entspricht alles den Vorschriften. 2 praktische Einkaufshelfer für unterwegs. Die App Süßmacher der Verbraucherzentralen zeigt, hinter welchen Namen in der Zutatenliste sich Zucker verbirgt.
Die App CoCheck zeigt unter anderem den Zuckergehalt vieler Lebensmittel an. Beide Apps sind kostenlos. Der Ernährungswissenschaftler hat viel aufgeklärt. Einen guten Grund, warum so viel Zucker in meinem Himbeerjoghurt ist, konnte er mir aber auch nicht nennen. Deshalb frage ich mal dort nach, wo er herkommt. Beim Hersteller. Zu viel Zucker. Zu viel Zucker. Hallo, Danone Verbraucherzentrale. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Ich bin Wolfgang Trepper. Es geht um den Activia-Joghurt, den Sie herstellen. Warum ist da so furchtbar viel Zucker drin? Ich guck mal bei dem mit den Erdbeeren. Ja, den können Sie nehmen. Das sind 13,6 Gramm Zucker. Das ist eine Menge Holz. Und davon sind 4,4 Gramm Laktose, steht hier. Das sind 9 Gramm, das sind 3 Stück Würfelzucker. Aber wissen Sie auch, dass auch Erdbeeren Zucker enthalten? Ja, sicher. Sehen Sie, den kriegen wir nicht raus aus dem Joghurt. Ja, aber das ist ja der Witz bei der Sache. Wenn Sie nur den Zucker von den Früchten drin lassen, dann ist es wieder besser, als wenn Sie noch zusätzlichen ganz normalen weißen Zucker hinzufügen. Die Geschmäcker sind verschieden. Wir haben das auch an Menschen getestet, die das dann probiert haben und dann beschlossen, dass es so schmeckt. Also den meisten schmeckt. Vielen herzlichen Dank, Sie waren sehr nett. Dankeschön, tschüss. Danone schreibt uns. Derzeit prüfen wir umfassend weitere Möglichkeiten zur Zuckerreduktion und Nährwertoptimierung. In diesem Prozess werden die Vorgaben der WHO einfließen. Voraussetzung ist jedoch, dass die entsprechenden Produkte dann auch nachgefragt werden. You get all the sugar you ever need. You're gonna give some of your sugar to me. Naja, ist ja alles eine Disziplinsache. Ich schaff das locker. Locker. Herr Trepper. Was ist denn jetzt los? Ich war einkaufen. Nur für dich. So, das alles kannst du bedenkenlos essen. Da ist zwar natürlicher Zucker drin, aber der zählt ja nicht. Bitte schön. Was soll denn an Zucker so schlimm sein? Zucker macht dick, Wolfgang. Ach, an Zucker kann gar nichts so furchtbar schlimm sein. Das essen die Leute seit ewig. Also wirklich. In diesem riesigen World Wide Web wird doch wohl irgendeine Seite auf meiner Seite sein. Siehst du hier zum Beispiel, das stimmt alles gar nicht, was du da sagst. Hier, guck mal, was hier steht. Die Menschen in Deutschland werden immer übergewichtiger. Der Zuckerabsatz ist jedoch seit Jahrzehnten konstant und kann deswegen gar keine Ursache sein. So, und jetzt pass auf, hier kommt der Knaller. Zwischen dem Zuckerverzehr der Bevölkerung und dem Körpergewicht gibt es keinen Zusammenhang. Ja, und wer schreibt denn sowas? Ja, das muss ich selber mal gucken. Was weiß ich, habe ich gerade gefunden. Ja, trotzdem. Da. Wirtschaftliche Vereinigung Zucker e.V. Ja, das ist doch klar, dass die Zuckerindustrie sowas behauptet. Ja. Das muss ja jetzt nicht stimmen. Druck mir das mal am besten aus, ich frage einen Sehr Arzt. Gerne. Und in der Zwischenzeit kriegst du was Gesundes. Das muss aber jetzt auch nicht ganz richtig sein. So, danke schön, bis später. Reinbeißen, Wolle! Ja, das ist nicht mein Dach heute. Klar, dass die Zuckerindustrie ihr Produkt nur in den positivsten Farben darstellt. Aber ob das so stimmt? Ich frage jetzt mal einen Experten, und zwar den Ernährungsmediziner Thomas Kurscheid. Ich habe hier eine Broschüre von der Wirtschaftlichen Vereinigung Zucker und dort wird behauptet, dass es keinen Zusammenhang gibt zwischen Konsum von Zucker und dem Gewicht von der Bevölkerung. Also keinen Zusammenhang, das würde ich nicht unterstreichen. Es ist prinzipiell so, dass es wichtig ist, was wir an Input haben, Kalorien aufnehmen, müssen wir auch wieder verbrennen. Ist es so, dass wir insgesamt schon so viel Kalorien zu uns nehmen und die eben wahrscheinlich nicht abtrainieren. Und dann kommt es zu Übergewicht. Wenn wir uns vorstellen, dass wir quasi von einer Zuckerverseuchung sprechen bei industriell gefertigten Lebensmitteln, also in jedem Lebensmittel ist noch Zucker drin, das ist natürlich ein Aspekt, der hier ausgespart wird. Und dieser Effekt führt dazu, dass wir halt immer wieder noch mehr Appetit auf Zucker bekommen. Weil der Insulinspiegel immer wieder hochgeschaukelt wird, runtergeschaukelt wird, hoch und dann immer, wenn er runtergeht, kriegen wir wieder Hunger. Der Zucker, den wir essen, beeinflusst unseren Blutzuckerspiegel, etwa bei zuckerhaltigen Cornflakes. Der Blutzuckerspiegel steigt schnell und fällt steil wieder ab. Wir kriegen Heißhunger. Bei Vollkornbrot bleibt der Spiegel konstant. Wir sind länger satt. Das erklärt ja auch, warum viele Menschen versuchen, auch mal zu verzichten auf Zucker und es nicht schaffen.
Richtig, weil Zucker so ein suchtähnliches Verhalten auslösen kann. Das heißt, wir kriegen eine Stimulation unseres Belohnungssystems im Gehirn und das will das Gehirn immer wieder haben. Und das hat natürlich teilweise auch den Grund darin, dass Zuckerkonsum oder Süßes insgesamt angeboren ist, diese Vorliebe für Süßes, weil wir immer assoziiert haben, okay, das sind, offensichtlich kriegen wir Kraft von was Süßem. Und das sieht man eben auch schon bei kleinen, kleinen Kindern. Praktischerweise sitzt im Wartezimmer das perfekte Versuchskaninchen. Er sieht so unglaublich süß aus, aber ist auch seine Vorliebe für Süßes angeboren? Das erste wird dir sehr gut schmecken, die anderen vielleicht nicht so sehr. Ja, guck mal hier. So, und das ist jetzt Zucker. Genau, da wird er sicherlich lachen bei. Gerne, ne? Der Mund geht schon auf. Da lacht er. Das mag er ja. Pass auf, jetzt steigern wir das Ganze noch ein bisschen. Jetzt kommt die Zitrone. Ein kleines Zitrönchen, bitte. Da wird das Gesicht verzogen. Fällt dir das? Das sieht sich gar nicht aus. Schwierig. Jetzt gibt es ein bisschen was Bitteres. Die bittere Grapefruit. Bittere Grapefruit. Er will nicht. Na dann schnell mal zurück auf Mamas Arm. Da schmeckt selbst die bitterste Medizin nicht mehr ganz so schlimm, oder? Der Gesichtsausdruck. Ist nicht so fein, ne? Hier das gesamte Mimikpaket im Überblick von lecker bis bäh, was denn das für eine Plörre. Eindeutiger Gewinner, das Zuckerwasser. Danke, kleiner Wiese-Konsumagent. Wie schätzen denn die Deutschen selbst ihren Zuckerkonsum ein? Was glauben Sie? Wie viel Kilogramm Haushaltszucker verbraucht der Deutsche im Durchschnitt im Jahr? Also ich würde denken, 5 Kilo sind das bestimmt. 5 Kilo würde ich jetzt erstmal sagen, ist okay. 12 Kilo. Wahrscheinlich 7 bis 8 Packungen pro Jahr. Ich würde auch sagen 7.000. 7.000 Kilo? Nein, Gramm. Ja. Gramm. 1, 2, 3, 4, Sugar Baby. Oh, oh, Sugar Baby. Silently to me. Sie sagen 5 Kilo? Ja. Es sind 31,3. Oh, die gesamte Schuppenkarre. Alles? Das ist viel. Ja. Sind Sie viel? Ja, also schon. 31, wow. Okay, viel. Aber Zucker ist so lecker, es ist yummy. Zurück in unserem Büro mit stattlicher Kochnische. Ich brauche jetzt erstmal ein paar Vitamine. So, Glück auf. Na, Herr Trepper, wie läuft's mit dem Zuckerentzug? Ja, ich sag mal, also ist nicht so schlimm, aber schön ist auch anders, aber es geht. Aber ich habe gute Nachrichten, das wird dir wahrscheinlich gefallen. Der Arzt meinte, man muss nicht päpstlicher als der Papst sein. Das heißt, du musst nicht hundertprozentig auf Zucker verzichten. Hauptsache, du reduzierst es ein bisschen. Sehr gut, dann esse ich von den Dingern nicht wie früher 5, sondern nur noch 1. Weißt du was, ich habe eine Vermutung, warum die Zuckerindustrie behauptet, Zucker macht nicht dick. Und? Ich zeig dir mal was, komm mal mit. Allein im vergangenen Jahr hat die Süßwarenindustrie 12,6 Milliarden Euro umgesetzt. Das ist eine Menge Holz. Oh ja. Mein lieber Schwan, 4 Millionen Tonnen Süßwaren. Da brauchst du aber jede Menge Zucker für. Ja. Aber Zucker ist eben nicht nur in Süßigkeiten, sondern in vielen Lebensmitteln. Schauen wir doch mal, ob unsere Kölner Bürger die Zuckerfallen entlarven können. Beim Zuckerquiz. Kommen Sie und spielen Sie! Zuckerquiz, meine Damen und Herren! Kommen Sie zu uns und spielen Sie das mit große, uns! Du stehst ja auch davor. Das große Zuckerquiz. Ein Traum im Bund. Willst du mitmachen beim großen Zuckerquiz? Zuckerquiz. Guten Tag. Hätten Sie Lust, mal zu testen, wie süß Sie sind? Ja, sehr süß. Ich bin auf Diät, Diabetik 2. Ja, perfekt. Dann kennt der Herr ja die Problematik. 8 Lebensmittel der jeweils marktführenden Hersteller müssen nach ihrem Zuckergehalt sortiert werden. So sieht die richtige Reihenfolge aus. In der Packung Knabbermix sind 13,5 Gramm Zucker. Der Pellkartoffelsalat hat bereits 22 Gramm. Bei einem Liter Sojadrink sind es schon 25 Gramm. In einem Glas Rotkohl verstecken sich dann stolze 50 Gramm Zucker. Wer vermutet wohl in einem Soßenbinder 57,5 Gramm Zucker? Beim Instant-Kaffee, ausreichend für 10 Tassen, haben wir 67 Gramm. In der Flasche Ketchup stecken insgesamt 67,5 Gramm. Und der Spitzenreiter ist dieser Joghurtdrink. In 8 kleinen Fläschchen finden sich 84 Gramm Zucker.
Soja kenne ich mich nicht aus. Ja. Rate ich mal. Ketchup viel. Oben auf. Und den dann da. Und der Kartoffelsalat. Genau. Cappuccino, ist viel drin. Tun wir mal dahin. Irgendwas muss auch am wenigsten haben. Sagen wir mal hier den Soßenbinder. Actimel. Das ist bestimmt gesund. Das sieht nur gesund aus. Schmeckt. Joghurt. Der Rotkohl hat auch bestimmt mehr. Der Rotkohl mehr als? Actimel. Ob der Zucker richtig steht, seht ihr, wenn das Schild sich dreht. Und da wird sich mancher wundern. Ja, lösen Sie mal auf. Hier nochmal zur Übersicht, wie die Reihenfolge eigentlich hätte aussehen müssen. So viel Zucker ist insgesamt in den Produkten enthalten. Die Verbraucher lagen reihenweise falsch. Also das ist ja fast eine Süßigkeit dann auch, ne? Das ist halt so. Nicht dieses Gesunde. Da würde ich jetzt komplett drauf verzichten wollen. Ja. Vielen Dank für die Aufklärung. Bitteschön, tschüss. Die meisten Antworten waren falsch. Eine Belohnung gibt es dennoch. Süßholzstangen. Leckeres Knabberzeug, süß und gesund. Das ist aber auch ganz schön anstrengend. Jetzt braucht die fleißige Biene Wolfgang erstmal süßen Nachschub. Was isst du denn hier schon wieder? Ist ja egal, ich bin völlig unterzuckert. Irgendwann muss man sich ja auch mal so was reinführen. So, hier so ein paar Kellogg's Max, ist doch lecker. Na, das schauen wir uns mal an. Wie viel Zucker ist denn hier drin? 43% Zucker? Hör doch auf damit. Also, das kann nicht gesund sein, so viel Zucker. Schau dir mal diese Verpackung an, die ist so niedlich und bunt. Und dieser süße kleine grüne Frosch, ja. Da greifen die Kinder doch bestimmt erst recht hin. Kellogg unterstreicht auf Nachfrage, dass auf ihren Produkten alle Nährwerte aufgelistet sind und sich so jeder Verbraucher informieren und ganz bewusst entscheiden kann. Den Vorwurf, Kellogg würde mit dem Packungsdesign vor allem Kinder im Blick haben, weist die Firma zurück. Wir erlauben uns auch den Hinweis, dass die Kellogg-Produkte des Portfolios für jüngere Zielgruppen zu einem nicht unwesentlichen Teil auch von Erwachsenen konsumiert werden. Zudem richtet sich Kellogg mit seinen Vermarktungsinitiativen seit jeher hauptsächlich an sogenannte Haushaltsführer und Entscheider und weniger an Kinder. Wie wäre es, wir testen mal, was würden Kinder im Supermarkt einkaufen, wenn niemand Nein sagen würde? Für das Experiment habe ich Familie Nikosi mit ihren drei zauberhaften Töchtern in einen Supermarkt gebeten. Wen haben wir denn da? Hallo. Hanna. Marie. Paula. Paula, hallo. Schön, dass ihr da seid. Schnell noch unsere Zuckercamps an ihre Köpfe schnallen, dann gibt's die Einkaufstour aus der Ego-Shooter-Perspektive. So, ihr Lieben, hier haben wir den Einkaufswagen für euch. Und schmeißt alles rein, was ihr seht und ihr unbedingt haben wollt, okay? Mhm. Und hier müsst ihr dann nach 5 Minuten wieder zurückkommen, okay? Okay. Ja. Dann sage ich jetzt, auf die Plätze, fertig, los! Ein Apfel! Ah, Hanna, ein Apfel reicht! Boah, ich glaub's nicht. Wer hätte das gedacht? Die laufen ja zuerst in die Obst- und Gemüseabteilung. Eine Möhre! Egal, Süßigkeit. Mama, warte! Die ist noch lecker. Die Cornflakes! Mama, Cornflakes! Rapunzel oder das? Die sind auch lecker. Die nehmen wir auch. Oder ja, genau die. Und ja, nimm die mit. Hier ist Kinderüberraschungsei. Die Mädchen sind im Einkaufsrausch und lassen sich auch von herabfallenden Hindernissen nicht wirklich stoppen. Warte gerade auf. Süßigkeit. Paula, wartet mal, ich hab was gefunden. Süßigkeit. Haribo. In jedem Winkel des Supermarkts sind die bunten Zuckerbomben zu finden, die offenbar eine magische Anziehungskraft auf Kinderhände haben. Oh Gott, wenn das die arme Mama sieht. Paula. Kuchen. Paula, hier ist Kuchen. Da. So, Mädels. 10, 9, 8, 7, 6, 5 Sekunden. 4, 3, 2, 1. Jetzt wird abgerechnet. In die grüne Box kommt alles Gesunde, in die rote alles, was nach WHO-Kriterien nicht für Kinder beworben werden sollte, weil es zu fettig, zu salzig oder vor allem zu süß ist. Die rote Box ist voll. Was sagen die Eltern zur etwas ungleichen Verteilung? Hätten Sie mit diesem Zuckermassaker hier im Supermarkt gerechnet? Also ich habe schon gedacht, dass so 5, 6, 10, 12 Tüten Gummibärchen da drin sind. Aber das ist echt der Burner. Krass. Ich sehe ja immerhin 3 oder 4 Produkte ohne Zucker. Es hätte vielleicht ein bisschen mehr sein dürfen.
Den Mädels diese Zuckermassen zu überlassen, wäre fahrlässig. Sie kriegen Sportgeräte und dürfen die gesunden Einkäufe behalten. Und ich habe noch mal ein paar Fragen an den Ernährungswissenschaftler Christoph Meinhold. In diesen Frühstücksflocken, das ist ja 43% nichts anderes als Zucker. Das ist doch Wahnsinn. Ja, das ist allerdings eine ganze Menge. Wir sehen auch hier bei den Zutaten schon Zucker direkt an zweiter Stelle, direkt dahinter nochmal ein Glukosesirup, also auch nochmal ein Zucker und dann 1% Honig. Also insgesamt eine sehr süße Geschichte. Eigentlich sollen das ja Kinder essen. Ist das für Kinder nicht doppelt schwierig? Mit Sicherheit ist das für Kinder schwierig, weil natürlich das sehr, sehr süß ist. Und dann haben die Kinder insgesamt eine sehr hohe Süßschwelle und akzeptieren auch gar keine anderen Lebensmittel. Jedes 6. bis 7. Kind ist übergewichtig, 6% sind sogar adipös. Also das heißt, die haben ein krankhaftes Übergewicht und das ist verbunden mit Fettstoffwechselstörungen, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck, Leberverfettung, also ganz gravierende Erkrankungen. Also stimmt mein Eindruck, dass die Kinder immer dicker werden? Leider ist das so, ja. Ja. Neben den süßen Lebensmitteln haben wir natürlich auch die süßen Getränke, die wir uns ansehen können. Holen wir die mal rüber. Bei den Saftpackungen denkt man eigentlich, gesund, voller Vitamine, rein damit. Mit Sicherheit ist klar, dass eine Limonade eigentlich vom Gefühl her fast am meisten Zucker haben sollte. Gucken wir mal drauf, wie viel drin ist. Hier sind 10,6 Gramm Zucker drin pro 100 Milliliter. In so einer ganzen Flasche könnte man schon sagen, dass da direkt eine Mittagsmahlzeit enthalten ist. Gucken wir uns dazu mal einen anderen Saft an. Haben wir hier einen Multivitaminsaft. Da läppert sich natürlich einiges zusammen, sodass wir hier insgesamt auf 11,6 Gramm Zucker kommen. Ich glaube, das wissen die wenigsten Verbraucher, dass in so einem Multivitaminsaft mehr Zucker drin ist als in dieser koffeinhaltigen Limonade aus Atlanta. Ja. Ja, auf jeden Fall. Aber wo ist jetzt das Problem bei diesen Säften? Die Säfte haben natürlich kaum Sättigung oder geben kaum Sättigungsgefühl. Wenn wir die gleiche Menge, die hierfür erforderlich ist, in Obstform essen würden, wären das mit Sicherheit mehr wie 10 Orangen und so viel könnte man gar nicht auf einen Schlag essen. Aber so eine Flasche können wir ohne Probleme so im Verlauf des Vormittags leer trinken und dann haben wir die Kalorien der ganzen Mittagsmahlzeit schon intus. Und sind trotzdem nicht satt? Das ist das Problem dabei. Lieber nur einen Teil des Safts ausschenken und mit reichlich Wasser mischen. Bei Kindern in einem Verhältnis von 3 zu 1. Danke für den Tipp, Dr. Meinhold. Währenddessen besuche ich in Berlin den Verbraucherschutzverein Foodwatch. Ich will erfahren, mit welchen Methoden die Hersteller, vor allem die allerjüngste Zielgruppe, umwerben. Das ist eine ganz beliebte Marketingmethode, Comicfiguren, Spielzeugbeigaben, Gewinnspiele oder ähnliches auf die Verpackung zu drucken und damit gezielt Kinder anzusprechen, denn die Kinder von heute sind ja schließlich die Kunden von morgen. Könnte man nicht eigentlich auch gesunde Produkte für Kinder bunt bewerben? Also wir haben gerade eine Studie gemacht und festgestellt, dass 90% der Produkte, die sich an Kinder richten in der Werbung, ungesund sind, das heißt viel Fett, viel Salz oder viel Zucker enthalten. Und das liegt ganz einfach daran, dass hiermit die meisten Gewinne gemacht werden. Denn bei Obst oder Gemüse ist die Gewinnspanne bei 3-4%. Bei Süßwaren liegt sie einfach mal bei 15%. Nur in Deutschland werden jedes Jahr 700 Millionen Euro für Süßigkeitenwerbung ausgegeben. Hier liegen Produkte von Herstellern, die sich freiwillig dazu verpflichtet haben, nur gesunde Lebensmittel an Kinder zu bewerben. Also eigentlich. Also ein Beispiel ist Frühstücksflocken. Mhm. Da wird sehr gerne mit so Comicfiguren auf der Vorderseite auch mit irgendwelchen Gewinnspielen oder Sammelpunkten geworben. Und in dem Fall ist es so, dass 29% Zucker hier drin sind. Eigentlich ist es eine Zuckerbombe zum Frühstück. Und das muss man sagen, ist unverantwortlich. Ein weiteres Beispiel, wo auch noch gerade Figuren benutzt werden, die man aus dem Fernsehen kennt, also wo Kinder besonders viel Vertrauen auch haben in ihre Idole, ist dieser Danone-Joghurt, wo dann mit Mickey Mouse geworben wird, obwohl dieses Produkt auch 15% Zucker enthält. Die fördern ungesunde Ernährung mit diesem Marketing, mit der Mickey Mouse. Was kann man denn dann tun? Ich meine, viele Eltern schauen jetzt zu und denken sich, oh Gott. Das Bundesernährungsministerium ist hier verantwortlich. Die müssen sicherstellen, dass nur gesunde Produkte an Kinder beworben werden. Das wäre ein wesentlicher Beitrag dafür, dass die sich besser ernähren, die Kinder. Also ich persönlich kann es gar nicht nachvollziehen, warum die Politik in Deutschland noch nicht einschreitet. Das liegt daran, dass sich die Politik im Moment nicht mit der Lebensmittelwirtschaft anlegen will. Das zuständige Ministerium sieht die besondere Verantwortung in Bezug auf Werbung für Kinder bei der Wirtschaft. So steht es in einem nationalen Aktionsplan, antwortet man uns schriftlich.
Kindern soll nicht suggeriert werden, für eine vollständige und ausgewogene Mahlzeit sei der Verzehr eines bestimmten Lebensmittels unersetzlich. Zusätzlich wird eine Strategie zur Reformulierung von Lebensmitteln entwickelt. Dieser Ansatz zielt darauf ab, die Lebensmittelindustrie dazu zu bringen, den Zucker-, Salz- und Fettgehalt ihrer Produkte durch eine Änderung der Zusammensetzung zu reduzieren. Der Spitzenverband der deutschen Lebensmittelwirtschaft unterstreicht hingegen, wie wichtig Werbung und ansprechende Verpackungen sind. Nur so könnten sich die Wettbewerber voneinander unterscheiden. In einer Stellungnahme heißt es: Die Lebensmittelbranche setzt deshalb auf einen verantwortungsvollen Umgang mit Werbung und unterstützt zudem Initiativen, die zum Beispiel Kindern Hilfestellung zur Erlernung von Medienkompetenz geben. Kinder kommen bereits von klein auf mit Einkaufsstätten und Medien jeglicher Art in Kontakt. Deshalb ist es umso wichtiger, sie mit Werbung vertraut zu machen und ihre Kompetenz für das richtige Verständnis und den Umgang zu stärken. Nur dies kann der Weg in unserer Gesellschaft sein und nicht etwa in den Markt einzugreifen und Verbote auszusprechen. Dann müssen wir uns eben mit der Politik anlegen. Diese Hersteller machen Profit auf Kosten der Gesundheit von Kindern und die Regierung sieht zu. Ich habe Wolfgang ein paar Verpackungen besorgt, die ganz besonders dreist auf Kinder abzielen. Ich denke, die Politik muss aktiv werden. Ja, und wie? Oder wie bei den Zigarettenpackungen? Soll da jetzt draufstehen, Vorsicht, Ihr Kind wird noch dicker? Super, und noch Bilder drauf. Von dicken Kindern? Ja, und wir packen Warnhinweise drauf. Wir warnen vor dicken Kindern. So machen wir's. Kinder dick werden, so ist wohl richtiger. Schockbilder auf Zigarettenpackungen gibt es ja schon. Jetzt machen wir auf ein anderes Gesundheitsrisiko aufmerksam. Statt mit süßen Comicfiguren zu werben, warnen wir mit dicken Kindern vor zu viel Zuckerkonsum. Wir haben keinen Termin beim Ernährungsminister bekommen. Wahrscheinlich hat er ein wichtiges Dienstessen. Aber wir geben nicht auf. Er muss unser Design sehen. Hallo. Hallo, guten Tag. Wir sind die Wieso-Konsumagenten vom ZDF und wir haben hier ein kleines Präsent für den Minister und wollten mal fragen, ob er uns sehen möchte. Den werden Sie leider nicht zu sprechen kriegen. Wir haben nämlich ganz innovative Ideen für Verpackungen. Es geht um Lebensmittel für Kinder. Ich kann Ihnen da wirklich keine Auskunft drüber geben. Können Sie denn die Pressestelle anrufen und für uns fragen, ob der Minister Zeit hat für uns? Wir würden nur gerne diese schönen Verpackungen überreichen. Gedulden Sie sich bitte noch einen Moment. Ja. Warten Sie bitte hier vorne. Ja, sicher. Es wird fleißig telefoniert, um uns eine Audienz beim Minister zu gewähren. Es wird nochmal gewählt, ja. Eine neue Telefonnummer. Ja, das sollte man bei Politikern öfter machen, nochmal wählen. Aber naja, gut. Unser Objektleiter ist am Telefonieren, um die Sache abzuklären. Ja. Wir müssen warten. Wir können so keine Auskunft geben, gar nichts. Deshalb muss ich Sie bitten, erst einmal... Vorstor. So leicht lassen sich die Wiese-Konsumagenten nicht abschütteln. Wir warten. Also wenn wir was können, ist das warten. Und wenn Politiker eins können, dann etwas aussitzen. Aber ich bleibe, wenn ich nur nicht so verdammt unterzuckert wäre. Hallo? Ach, da kommt der Minister. Mit dem Roller? Nee. Haben Sie eine Idee, wie lange das wohl noch dauert? Ich habe die Sache weitergeleitet. Ja. Aber wie lange das jetzt dauert, das weiß ich auch nicht. Sie können warten, aber jetzt stundenlang hier rumstehen, das wäre ja auch doof. Da haben Sie recht. Wir stellen Ihnen die Sachen hier vor die Tür und wer will, kann es sich dann ja angucken vom Ministerium, weil die sind wirklich toll. Das glaube ich Ihnen, ja. Offenbar sind unseren Politikern die Kinder nicht wichtig genug, aber in 20 Jahren sind die dann zu dick für die Wahlkabine. In anderen Ländern ist Zucker längst zum Politikum geworden. Die mexikanische Regierung beschloss unter anderem, zuckerhaltige Getränke mit einer Steuer von umgerechnet 5 Cent pro Liter zu belegen. Der Verkauf von süßen Limonaden ging dadurch zurück. Die Einnahmen werden sinnvoll genutzt, zum Beispiel um Schulen Trinkwasser zur Verfügung zu stellen. Großbritannien will 2018 mit einer Zuckersteuer nachziehen. Bis zu umgerechnet 30 Cent pro Liter süßer Limonade werden dann fällig. Morgens 9:30 in Köln. Alles ist ruhig. Na? Ah, Feuer. Ja, der Stress frisst sich wahrscheinlich wieder auf. Ne? Ich habe die Lösung. Hier ist nämlich Stevia drin. Davon habe ich schon gehört. Aber es ist zuckerreduziert, aber da ist nicht gar keiner drin. Das ist mir doch egal, ob da ein bisschen Zucker drin ist. Es ist jedenfalls viel weniger und Stevia ist gesund. Das ist doch wunderbar. So. Na, dann probier mal. Mhm. Naja. Wie schmeckt's? Ja, wie immer. Da schmeckt man keinen großen Unterschied. Nee. Ist schon in Ordnung. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass man das wie Zucker benutzen kann beim Kochen oder Backen. Da kannst du recht haben. Ich guck mal, ob wir jemanden finden, der sich damit auskennt, wie man mit diesen Zuckerersatzstoffen backt und kocht. So. Super, alles klar, mach so das. So machen wir das. Ja.
Backen ohne Zucker. Zum Glück gibt es im Internet ja nichts, was es nicht gibt. Und ich schaue mich mal im Reformhaus nach Zuckerersatzstoffen um. Tatsächlich gab es da ja so einiges. Aber sind das echte Alternativen? Ich habe eine Foodbloggerin gefunden, die mit Zuckerersatz experimentiert. Moment! Mit wem betrügst du mich? Mit Ria. Wir haben uns im Internet kennengelernt. Das ist die Expertin, die uns beim Backen hilft, du. Guten Tag, ich bin Anastasia. Hallo, ich bin Ria. Hi, ja, schön, dass du da bist. Ich habe tatsächlich Zuckeralternativen gefunden und auch welche mitgebracht. Nämlich Stevia, bezeichnenderweise auch Süßkraut genannt. Aspartam, ein synthetischer Stoff. Kokosblütenzucker sowie Xylit. Stevia ist 300 bis 400 Mal süßer als Haushaltszucker und hat kaum Kalorien. Das Stevia, das wir im Supermarkt kaufen können, stammt zwar von einer Pflanze, ist aber ein Industrieprodukt. Xylit ist genauso süß wie Haushaltszucker, hat aber weniger Kalorien. Es wird unter anderem aus Maiskolbenresten gewonnen und gilt als zahnfreundlich. Aber Xylit kann zu Blähungen, Bauchschmerzen und Durchfall führen. Kokosblütenzucker hat genauso viele Kalorien wie Zucker, ist aber mit bis zu 30 Euro pro Kilo echter Luxus. Die Herstellung ist sehr aufwendig. Der Nektar der Kokospalmen wird zu einem Sirup eingekocht und kristallisiert. Kokosblütenzucker wird vorwiegend in Südostasien produziert. Aufgrund des langen Importwegs hat Kokosblütenzucker eine sehr schlechte Ökobilanz. Aspartam ist kalorienarm und steckt in vielen Leitprodukten. Es ist etwa 200 Mal süßer als Zucker. Gesundheitlich ist Aspartam aber nicht unumstritten. Ja, ich habe gehört, wir backen jetzt. Ran an den Speck! Aua! Au! Ich meinte natürlich an den Zuckerersatz. So, dann backen wir jetzt mal einen Rührteig, einen ganz einfachen. Und damit wir wissen, wovon wir auszugehen haben, fangen wir einfach mal mit dem Haushaltszucker an. Und danach probieren wir mal die Alternativen aus. Ja. Der Referenzteig ist stinknormaler Rührteig. Dieser besteht aus Mehl, Ei, Butter, Backpulver und eben Zucker. Dieser wird beim nächsten Teig durch Stevia ersetzt. Ja, guck mal, das sieht ja schon gleich ganz anders aus, ne? Ja, da ist ja gar nichts drin. Also so ein bisschen gekratzte Butter. Ja, das wird sich aber gleich weiter verrühren, wenn wir getrickst haben. Da dem Stevia-Teig das Volumen des Zuckers fehlt, muss dieses mit geschlagenem Eiweiß wieder ausgeglichen werden. Wolfgang, ich verliebe mich gerade so ein bisschen in deine Talente. Also ich bin echt ein bisschen sprachlos. Und das sind nur die, die du hier siehst. Mit dem eingerührten Eiweiß hat der Stevia-Teig wieder an Volumen gewonnen. Den Kokosblütenzucker kann man hingegen genauso verwenden wie Zucker. Das gleiche gilt für die Zuckeralternative Xylit. Und wie ist das bei Aspartam? Einzeln gibt es das Aspartam gar nicht zu kaufen, sondern es wird halt immer mit weiteren Füllstoffen aufgebläht im Grunde, damit man halt ein gewisses Volumen hat. Und womit wird das aufgefüllt? Also unter anderem steht halt hier drauf mit Maltodextrin zum Beispiel. Das Kohlenhydrat Maltodextrin ist kaum süß und fast geschmacksneutral. Allerdings besitzen 100 Gramm Maltodextrin ebenso wie Zucker fast 400 Kilokalorien. Zum Kaloriensparen ist dieses Gemisch also nicht geeignet. Und jetzt Backe Backe Muffin. Sieht auch gut aus. Ein Traum. Sind auf jeden Fall Muffins geworden, ne? Können wir mal die Leute fragen, was die dazu sagen. So, wir haben jetzt wirklich alles gegeben. Jetzt liegt es am Geschmack der Bevölkerung und natürlich an meinem äußerst charmanten Verkaufsstil. Muffins, wer will Muffins? Deutsches Gebäck, Muffins! Hallo, kommen Sie mal da, hallo! Wollen Sie mal was probieren? Sie müssen doch Hunger haben. Ja. Können Sie nicht anhalten? Im Laufen kann ich nicht essen, Entschuldigung. Sie sollen nur probieren. Brauchen was soll ich denn da probieren? Sie müssen fünfmal reinbeißen und dann einfach sagen, welcher am besten schmeckt. Die ganzen Kalorien, die ich jetzt verbrauche, schon wieder drauf. Nicht zwingend, denn einige Muffins sind ja durchaus kalorienarm. Und ich sag immer, solange es schmeckt, tut's auch keinem weh. Aber wie schmeckt's denn nun? Super. So, weiter. Der Mann gefällt mir, der fackelt nicht lange. Ein Moment, nicht so gierig. So, also. Das schmeckt ihm. Mhm. Offensichtlich, wollte ich gerade sagen. Also, den zweiten kriegen sie aber nicht davon. Den haben sie nicht so gut gebacken. Bitte? Wie schmeckt der? Der schmeckt auch lecker. Der schmeckt gar Ihnen nicht. Gar nicht? Mhm. Okay, weiterkämpfen. Gut. Gut? Mhm. Nicht so doll. Nee. Schmeckt er Ihnen? Mhm. Zu süß. Okay. Wenn haben Sie keinen Kaffee dabei? Kaffee? Ja, jetzt ist aber gut. Welcher hat Ihnen am besten geschmeckt? Der oder der? Die haben Sie ja beide gesagt.
Sag nur der. Der? Ja. Guck mal hier. Stinknormaler Haushaltszucker. Das, was der Bauer kennt, das ist er auch. Genau. Haushaltszucker. Mhm. Haushaltszucker schmeckt Ihnen am besten. Ja. Am besten hat mir der geschmeckt. Okay. Das ist? Kokosblütenzucker. Den finden Sie am besten? Mhm. Ich bin ja doch fertig mit den Nerven. Silly schmeckt Ihnen am besten. Okay. Das hier ist Kokosblütenzucker. Sehr gewesen. Lecker. Das ist der stinknormale Haushaltszucker. Tada! Das stinknormale Haushaltszucker. Da sind Sie von der Socken. Ja. Also Kokosblütenzucker schmeckt Ihnen am besten. Hm? Ja, da haben Sie mir schon geholfen. Gut. Kommen Sie, ich helfe Ihnen auch noch ein Stück. Gut, aber dann ein bisschen schneller, ne? So, ja. Ja, backen die ja. Das hier reicht. Nach unserem nicht repräsentativen Verbrauchertest ziehen wir folgendes Fazit. Stevia hat kaum Kalorien, aber unsere Stevia-Muffins haben im Test geschmacklich nicht überzeugt. Ein weiterer Nachteil, beim Backen muss das fehlende Volumen durch Eischaum aufgefüllt werden. Xylit hat weniger Kalorien als Zucker, kann beim Backen genauso verwendet werden und ist außerdem zahnfreundlich. Allerdings hat der Geschmack der Muffins im Test nicht überzeugt. Und in großen Mengen wirkt Xylit abführend. Kokosblütenzucker zeichnet sich durch einen leckeren, karamelligen Geschmack aus, der auch einige Tester überzeugte. Beim Backen kann er wie Zucker verwendet werden, er ist jedoch sehr teuer und hat eine schlechte Ökobilanz. Aspartam ist sehr kalorienarm, jedoch war der Geschmack im Test nicht überzeugend. Häufig muss es mit Kohlenhydraten gestreckt werden. Was der Deutsche kennt, das ist er auch wieder. Haushaltszucker. Das wollen sie haben. Gut. Und was ich jetzt haben will, ist Feierabend. Und zwar zügig. Wie renne ich denn hier rum? Für meine Lieblingskollegin habe ich eine absolute Knallerüberraschung vorbereitet. Wo bringst du mich verdammt noch mal hin? Tolle Überraschung, ne? Pass auf, wir haben doch in der letzten Zeit jetzt so viel über Zucker gelernt. Ja. Zucker macht krank, Zucker macht dick, aber Zucker ist auch ein super Energieträger. Wir sind hier quasi im Cape Canaveral des Ruhrgebiets. Ich habe mit dem Sprengstoffexperten Wolfgang Stabe was ausgeheckt. Also Zucker ist ein ganz großer Energieträger. Das heißt also, in richtigen Formen, wie jetzt hier, kann man was antreiben. Das ist nicht ungefährlich, das ist also kein Spielzeug mehr. Das geht schon in den sprengstofftechnischen Bereich rein. Zucker hat viel, viel Energie. Und das schauen wir uns gleich mal an. Eine schöne Kappe setzen wir drauf und dann die Zündschnur. Ja. Jetzt ist sie scharf. Vorsichtig tragen. Ist jetzt ein brennbarer Satz. Es ist gefährlich. Ist gefährlich. Tja, Wieso-Konsumagent ist eben doch ein hochexplosiver Job. Pass bloß auf, dass du nicht stolperst. Jetzt das mal so. Dankeschön. Vorsicht! Schafft es die Rakete, nur mit Hilfe des Zuckers, die 25 Meter ins Ziel zu treffen? So, Sicherheit ist da. Ich zähle jetzt runter. Ja. Zünde an. 3, 2, 1. Und es zündet. Dahin. Deckung. Klingelt's bei dir? Lecko, Gehörsturz. Jo, das hat ordentlich gewumst, aber die Zuckerrakete hat es auch tatsächlich mitten ins Ziel geschafft. Wolle, kannst du mal sehen? Zucker, so viel Energie. Es ist unglaublich. Und mit so einer Wucht. Und das stopfst du jeden Tag in dich rein. Zucker schmeckt süß und man kann ihn in die Luft jagen. Klar macht das Spaß, aber wie bei allem darf man es halt nicht übertreiben. Es wird unter anderem aus Maiskolbenresten gewonnen und gilt als zahnfreundlich. Aber Xylit kann zu Blähungen, Bauchschmerzen und Durchfall führen. Kokosblütenzucker hat genauso viele Kalorien wie Zucker, ist aber mit bis zu 30 Euro pro Kilo echter Luxus. Die Herstellung ist sehr aufwendig. Der Nektar der Kokospalmen wird zu einem Sirup eingekocht und kristallisiert. Kokosblütenzucker wird vorwiegend in Südostasien produziert. Aufgrund des langen Importwegs hat Kokosblütenzucker eine sehr schlechte Ökobilanz.
Aspartam ist kalorienarm und steckt in vielen Light-Produkten. Es ist etwa 200 Mal süßer als Zucker. Gesundheitlich ist Aspartam aber nicht unumstritten. Ja, ich habe gehört, wir backen jetzt. Ran an den Speck! Aua! Au! Ich meinte natürlich an den Zuckerersatz. So, dann backen wir jetzt mal einen Rührteig, einen ganz einfachen. Und damit wir wissen, wovon wir auszugehen haben, fangen wir einfach mal mit dem Haushaltszucker an. Und danach probieren wir mal die Alternativen aus. Ja. Der Referenzteig ist stinknormaler Rührteig. Dieser besteht aus Mehl, Ei, Butter, Backpulver und eben Zucker. Dieser wird beim nächsten Teig durch Stevia ersetzt. Ja, guck mal, das sieht ja schon gleich ganz anders aus, ne? Ja, da ist ja gar nichts drin. Also so ein bisschen gekratzte Butter. Ja, das wird sich aber gleich weiter verrühren, wenn wir getrickst haben. Da dem Stevia-Teig das Volumen des Zuckers fehlt, muss dieses mit geschlagenem Eiweiß wieder ausgeglichen werden. Wolfgang, ich verlieb mich gerade so ein bisschen in deine Talente. Also ich bin echt ein bisschen sprachlos. Und das sind nur die, die du hier siehst. Mit dem eingerührten Eiweiß hat der Stevia-Teig wieder an Volumen gewonnen. Den Kokosblütenzucker kann man hingegen genauso verwenden wie Zucker. Das gleiche gilt für die Zuckeralternative Xylit. Und wie ist das bei Aspartam? Einzeln gibt es das Aspartam gar nicht zu kaufen, sondern es wird halt immer mit weiteren Füllstoffen aufgebläht im Grunde, damit man halt ein gewisses Volumen hat. Und womit wird das aufgefüllt? Also unter anderem steht halt hier drauf mit Maltodextrin zum Beispiel. Das Kohlenhydrat Maltodextrin ist kaum süß und fast geschmacksneutral. Allerdings besitzen 100 Gramm Maltodextrin ebenso wie Zucker fast 400 Kilokalorien. Zum Kaloriensparen ist dieses Gemisch also nicht geeignet. Und jetzt Backe, Backe, Muffin. Sieht auch gut aus. Ein Traum. Sind auf jeden Fall Muffins geworden, ne? Können wir mal die Leute fragen, was die dazu sagen. So, wir haben jetzt wirklich alles gegeben. Jetzt liegt es am Geschmack der Bevölkerung und natürlich an meinem äußerst charmanten Verkaufsstil. Muffins, wer will Muffins? Deutsches Gebäck, Muffins! Hallo, kommen Sie mal da, hallo! Wollen Sie mal was probieren? Sie müssen doch Hunger haben. Ja. Können Sie nicht anhalten? Im Laufen kann ich nicht essen, Entschuldigung. Sie sollen nur probieren. Sie müssen fünfmal reinbeißen und dann einfach sagen, welcher am besten schmeckt. Die ganzen Kalorien, die ich jetzt verbrauche, schon wieder drauf. 25 Gramm. In einem Glas Rotkohl verstecken sich dann stolze 50 Gramm Zucker. Wer vermutet wohl in einem Soßenbinder 57,5 Gramm Zucker? Beim Instant-Kaffee, ausreichend für 10 Tassen, haben wir 67 Gramm. In der Flasche Ketchup stecken insgesamt 67,5 Gramm. Und der Spitzenreiter ist dieser Joghurtdrink. In 8 kleinen Fläschchen finden sich 84 Gramm Zucker. Soja kenne ich mich nicht aus. Ja. Rate ich mal. Ketchup viel. Oben auf. Und den dann da. Und der Kartoffelsalat. Kaputt. Genau. Hier ist viel drin. Tun wir mal dahin. Irgendwas muss auch am wenigsten haben. Sagen wir mal hier den Soßenbinder. Actimel. Das ist bestimmt gesund. Das sieht nur gesund aus. Nichts. Joghurt. Der Rotkohl hat doch bestimmt mehr. Der Rotkohl mehr als? Aktimell. Ob der Zucker richtig steht, seht ihr, wenn das Schild sich dreht. Und da wird sich mancher wundern. Ja, lösen Sie mal auf. Hier nochmal zur Übersicht, wie die Reihenfolge eigentlich hätte aussehen müssen. So viel Zucker ist insgesamt in den Produkten enthalten. Die Verbraucher lagen reihenweise falsch. Also das ist ja fast eine Süßigkeit dann auch, ne? Das ist halt nicht dieses Gesunde. Da würde ich jetzt komplett drauf verzichten wollen. Ja. Vielen Dank für die Aufklärung. Bitte schön, tschüss. Die meisten Antworten waren falsch. Eine Belohnung gibt es dennoch. Süßholzstangen. Leckeres Knabberzeug, süß und gesund. Das ist aber auch ganz schön anstrengend. Jetzt braucht die fleißige Biene Wolfgang erstmal süßen Nachschub. Was isst du denn hier schon wieder? Also ist ja egal, ich bin völlig unterzuckert. Irgendwann muss man sich ja auch mal sowas reinführen. So, da habe ich hier so ein paar Kellogg-Smacks, ist doch lecker. Na, das schauen wir uns mal an. Wie viel Zucker ist denn hier drin? 43% Zucker? Hör doch auf damit. Also, das kann nicht gesund sein, so viel Zucker. Schau dir mal diese Verpackung an, die ist ja so niedlich und bunt. Und dieser süße kleine grüne Frosch, da greifen die Kinder doch bestimmt erst recht hin. Kellogg unterstreicht auf Nachfrage, dass auf ihren Produkten alle Nährwerte aufgelistet sind und sich so jeder Verbraucher informieren und ganz bewusst entscheiden kann. Den Vorwurf, Kellogg würde mit dem Packungsdesign vor allem Kinder im Blick haben, weist die Firma zurück.
Wir erlauben uns auch den Hinweis, dass die Kelloggs-Produkte des Portfolios für jüngere Zielgruppen zu einem nicht unwesentlichen Teil auch von Erwachsenen konsumiert werden. Zudem richtet sich Kellogg mit seinen Vermarktungsinitiativen seit jeher hauptsächlich an sogenannte Haushaltsführer und Entscheider und weniger an Kinder. Wie wäre es, wir testen mal, was würden Kinder im Supermarkt einkaufen, wenn niemand Nein sagen würde? Für das Experiment habe ich Familie Nikosi mit ihren drei zauberhaften Töchtern in einen Supermarkt gebeten. Wen haben wir denn da? Hallo. Hanna. Hanna. Marie. Marie. Paula. Schon überschritten mit 49,6 Gramm. So viel Zucker ist in den Einzelportionen natürlich enthalten oder zugesetzt. Und das verteilt sich auf die einzelnen Lebensmittel. Für das Müsli haben wir 7 Würfel Zucker. Und für die enthaltene Sojamilch haben wir nochmal 2. Für die Banane haben wir 5 Würfel Zucker. Für die 2 Cappuccino kommen nochmal 3 Zucker hinzu. Das ist eine Menge. Das hätte man doch gar nicht gedacht, was hier alles schon an Zucker drin zu finden ist. Und es geht munter weiter. Im Vormittagssnack verstecken sich insgesamt 26 Gramm Zucker. Das sind 9 Würfel obendrauf. Die brauche ich für meine Energie. Schon klar, du bist ein totaler Power-Typ. Im Mittagessen 29 Gramm Zucker, also 10 Würfel. Davon alleine im Getränk schon 7 Stück. Schmeckt aber auch lecker, das Zeug. Am Nachmittag wird Wolfgang bescheidener. Nur 3 Zuckerstückchen. Den nimmt das aber auch genau, dieser Erbsenzähler. Zum Abendessen kommen dann noch mal 42,3 Gramm Zucker dazu. Spitzenreiter ist dabei wieder das Getränk mit 7 Würfeln. Insgesamt plus 14 Stückchen. Und dabei schmeckt das Schnitzel nicht mal süß. Tja, das ist eben die Zuckerfalle. Guck mal, selbst in den herzhaften Chips steckt Zucker. 2 Würfel. Alle Mahlzeiten zusammen ergeben das 5-fache der empfohlenen Tagesmenge. 55 Würfel. Das ist unglaublich. Das ist doch eine Menge. Also mit einer Mahlzeit locker schon die Tagesration, ne? Die empfohlene. Ja, die WHO bezieht sich natürlich auf den zugesetzten Zucker, also den zum Beispiel hier in der Limonade zugesetzten Zucker. Im Gegensatz dazu die Banane, die natürlich auch Zucker enthält und der nicht mitkalkuliert würde. Das ist halt der Naturzucker. Genau. Laut Weltgesundheitsorganisation sollte vor allem der zugesetzte Zucker reduziert werden. Bei Obst können wir mit gutem Gewissen zugreifen. Dann sehen wir uns mal hier den Fruchtjoghurt an. Da sehen wir hier in der Nährwerttabelle Zucker 16,5 Gramm. Und hier sind natürlich sowohl der Fruchtzucker als auch der Milchzucker als auch der zugesetzte Zucker enthalten. Und woher soll der Verbraucher jetzt wissen, wie viel ist davon natürlich und wie viel ist noch zugefügt? Das kann er aus der Nährwertangabe hier gar nicht sehen. Ist die Zahl von der WHO denn dann realistisch? Die Zahl ist extrem schwierig einzuhalten. Auf dieser Soße steht gar nichts von Zucker. Wie kann es sein, dass da so viel drin ist? Da müssen wir natürlich eigentlich mal das Zuckerlexikon befragen und sehen, dass hier natürlich andere Zuckerangaben wie Glucose-Fructose-Sirup mit enthalten sind. Das ist auch der einzige Zucker, der hier noch angegeben ist. Und der wird direkt an der 3. Stelle angegeben. Das heißt, es ist viel und es ist nichts anderes als Zucker. Genau, es ist flüssiger Zucker. Die Zutaten werden in der Reihenfolge der enthaltenen Menge gelistet. Oft sind aber mehrere süßmachende Substanzen in kleineren Mengen enthalten, die so weiter hinten auftauchen, und zwar nach dem Motto, ach wie gut, dass niemand weiß, dass... Okay, das sind, offensichtlich kriegen wir Kraft von was Süßem. Und das sieht man eben auch schon bei kleinen Kindern. Praktischerweise sitzt im Wartezimmer das perfekte Versuchskaninchen. Er sieht so unglaublich süß aus, aber ist auch seine Vorliebe für Süßes angeboren? Das erste wird dir sehr gut schmecken, die anderen vielleicht nicht so sehr. Ja, guck mal. So, und das ist jetzt Zucker. Mhm, genau, da wird er sicherlich lachen bei. Aha. Gerne, ne? Der Mund geht schon auf. Da lacht er. Das mag er ja. Pass auf, jetzt steigern wir das Ganze noch ein bisschen. Jetzt kommt die Zitrone. Ein kleines Zitronenchen. Da wird das Gesicht verzogen. Fällt dir das? Das sieht nicht aus. Oh. Schwierig. Jetzt gibt es ein bisschen was Bitteres. Die bittere Grapefruit. Bittere ja. Grapefruit. Er will nicht. Na dann schnell mal zurück auf Mamas Arm. Da schmeckt selbst die bitterste Medizin nicht mehr ganz so schlimm, oder? Der Gesichtsausdruck. Ist nicht so fein, ne? Hier
das gesamte Mimikpaket im Überblick von lecker bis bäh, was denn das für eine Plörre. Eindeutiger Gewinner, das Zuckerwasser. Danke, kleiner Wiese-Konsumagent. Wie schätzen denn die Deutschen selbst ihren Zuckerkonsum ein? Was glauben Sie? Wie viel Kilogramm Haushaltszucker verbraucht der Deutsche im Durchschnitt im Jahr? Also ich würde denken, 5 Kilo sind das bestimmt. 5 Kilo würde ich jetzt erstmal sagen, ist okay. 12 Kilo. Wahrscheinlich 7 bis 8 Packungen pro Jahr. Ich würde auch sagen 7000. 7000 Kilo? Nein, Gramm. Ja. Gramm. 1, 2, 3, 4, sugar, baby. Oh, oh, sugar, baby. Silent lieb zu mir. Sie sagen 5 Kilo? Ja. Es sind 31,3. Oh, die gesamte Schuppenkarre. Alles? Das ist viel. Ja. Sind Sie viel? Ja, also schon. 31, wow. Okay, viel. Viel. Aber Zucker ist so lecker, es ist yummy. Zurück in unserem Büro mit stattlicher Kochnische. Ich brauche jetzt erstmal ein paar Vitamine. So, Glück auf. Na, Herr Trepper, wie läuft's mit dem Zuckerentzug? Ja, ich sag mal, also ist nicht so schlimm, aber schön ist auch anders, aber geht. Aber ich habe gute Nachrichten, das wird dir wahrscheinlich gefallen. Der Arzt meinte, man muss nicht päpstlicher als der Papst sein. Das heißt, du musst nicht hundertprozentig auf Zucker verzichten. Hauptsache, du reduzierst es ein bisschen. Sehr gut, dann esse ich von den Dingern nicht wie früher 5. Zum Ansehen sehen wir, dass sie insgesamt 162 Gramm Zucker in all dem zusammen zu sich nehmen würden. So viel? Ja. Die magische Schallgrenze, die Sie sagten, 31 Gramm, die haben wir schon bei der allerersten Mahlzeit des Tages schon überschritten mit 49,6 Gramm. So viel Zucker ist in den Einzelportionen natürlich enthalten oder zugesetzt. Und das verteilt sich auf die einzelnen Lebensmittel. Für das Müsli haben wir 7 Würfel Zucker. Und für die enthaltene Sojamilch haben wir nochmal 2. Für die Banane haben wir 5 Würfel Zucker. Für die 2 Cappuccino kommen nochmal 3 Zucker hinzu. Das ist eine Menge. Das hätte man doch gar nicht gedacht, was hier alles schon an Zucker drin zu finden ist. Und es geht munter weiter. Im Vormittagssnack verstecken sich insgesamt 26 Gramm Zucker. Das sind 9 Würfel obendrauf. Die brauche ich für meine Energie. Schon klar, du bist ein totaler Power-Typ. Im Mittagessen 29 Gramm Zucker, also 10 Würfel. Davon alleine im Getränk schon 7 Stück. Schmeckt aber auch lecker, das Zeug. Am Nachmittag wird Wolfgang bescheidener. Nur 3 Zuckerstückchen. Den nimmt das aber auch genau, dieser Erbsenzähler. Zum Abendessen kommen dann noch mal 42,3 Gramm Zucker dazu. Spitzenreiter ist dabei wieder das Getränk mit 7 Würfeln. Insgesamt plus 14 Stückchen. Und dabei schmeckt das Schnitzel nicht mal süß. Tja, das ist eben die Zuckerfalle. Guck mal, selbst in den herzhaften Chips steckt Zucker. 2 Würfel. Alle Mahlzeiten zusammen ergeben das Fünffache der empfohlenen Tagesmenge. 55 Würfel. Das ist unglaublich. Das ist doch eine Menge. Also mit einer Mahlzeit locker schon die Tagesration, ne? Die empfohlene. Ja, die WHO bezieht sich natürlich auf den zugesetzten Zucker, also den zum Beispiel hier in der Limonade zugesetzten Zucker. Im Gegensatz dazu die Banane, die natürlich auch Zucker enthält und der nicht mitkalkuliert würde. Das ist halt der Naturzucker. Genau. Laut Weltgesundheitsorganisation sollte vor allem der zugesetzte Zucker reduziert werden. Bei Obst können wir mit gutem Gewissen zugreifen. Dann sehen wir uns mal hier den Fruchtjoghurt an. Da sehen wir hier in der Nährwerttabelle Zucker 16,5 Gramm. Und hier sind natürlich sowohl der Fruchtzucker als auch der Milchzucker als auch der zugesetzte Zucker enthalten. Und woher soll der Verbraucher jetzt wissen, wie viel ist davon natürlich und wie viel ist noch zugefügt? Das kann er aus der Nährwertangabe hier gar nicht sehen. Ist die Zahl von der WHO denn dann realistisch? Die Zahl ist extrem schwierig einzuhalten. Auf dieser Soße steht gar nichts von Zucker. Wie kann es sein, dass da so viel drin ist? Da müssen wir natürlich eigentlich mal das Zuckerlexikon befragen und sehen, dass hier natürlich andere Zuckerangaben wie Glucose-Fructose-Sirup mit enthalten sind. Das ist auch der einzige Zucker, der hier noch angegeben ist. Und der wird direkt... Die man aus dem Fernsehen kennt, also wo Kinder besonders viel Vertrauen auch haben in ihre Idole, ist dieser Danone-Joghurt, wo dann mit Mickey Mouse geworben wird, obwohl dieses Produkt auch 15% Zucker enthält. Die fördern ungesunde Ernährung mit diesem Marketing, mit der Mickey Mouse.
Was kann man denn dann tun? Ich meine, viele Eltern schauen jetzt zu und denken sich, oh Gott, oh Gott. Das Bundesernährungsministerium ist hier verantwortlich. Die müssen sicherstellen, dass nur gesunde Produkte an Kinder beworben werden. Das wäre ein wesentlicher Beitrag dafür, dass die sich besser ernähren, die Kinder. Also ich persönlich kann es gar nicht nachvollziehen, warum die Politik in Deutschland noch nicht einschreitet. Das liegt daran, dass sich die Politik im Moment nicht mit der Lebensmittelwirtschaft anlegen will. Das zuständige Ministerium sieht die besondere Verantwortung in Bezug auf Werbung für Kinder bei der Wirtschaft. So steht es in einem nationalen Aktionsplan, antwortet man uns schriftlich. Kindern soll nicht suggeriert werden, für eine vollständige und ausgewogene Mahlzeit sei der Verzehr eines bestimmten Lebensmittels unersetzlich. Zusätzlich wird eine Strategie zur Reformulierung von Lebensmitteln entwickelt. Dieser Ansatz zielt darauf ab, die Lebensmittelindustrie dazu zu bringen, den Zucker-, Salz- und Fettgehalt ihrer Produkte durch eine Änderung der Zusammensetzung zu reduzieren. Der Spitzenverband der deutschen Lebensmittelwirtschaft unterstreicht hingegen, wie wichtig Werbung und ansprechende Verpackungen sind. Nur so könnten sich die Wettbewerber voneinander unterscheiden. In einer Stellungnahme heißt es: Die Lebensmittelbranche setzt deshalb auf einen verantwortungsvollen Umgang mit Werbung und unterstützt zudem Initiativen, die zum Beispiel Kindern Hilfestellung zur Erlernung von Medienkompetenz geben. Kinder kommen bereits von klein auf mit Einkaufsstätten und Medien jeglicher Art in Kontakt. Deshalb ist es umso wichtiger, sie mit Werbung vertraut zu machen und ihre Kompetenz für das richtige Verständnis und den Umgang zu stärken. Nur dies kann der Weg in unserer Gesellschaft sein und nicht etwa in den Markt einzugreifen und Verbote auszusprechen. Dann müssen wir uns eben mit der Politik anlegen. Diese Hersteller machen Profit auf Kosten der Gesundheit von Kindern und die Regierung sieht zu. Ich habe Wolfgang ein paar Verpackungen besorgt, die ganz besonders dreist auf Kinder abzielen. Ich denke, die Politik muss aktiv werden. Ja, und wie? Oder wie bei den Zigarettenpackungen? Soll da jetzt draufstehen, Vorsicht, Ihr Kind wird noch dicker? Super, und noch Bilder drauf. Von dicken Kindern? Ja, und wir packen Warnhinweise drauf. Wir warnen vor dicken Kindern. So, nee, dass Kinder wir dick werden, so ist wohl richtiger. Schockbilder auf Zigarettenpackungen gibt es ja schon. Jetzt machen wir auf ein anderes Gesundheitsrisiko aufmerksam. Statt mit süßen Comicfiguren zu werben, warnen wir mit dicken Kindern vor zu viel Zuckerkonsum. Wir haben keinen Termin beim Ernährungsminister bekommen. Wahrscheinlich hat er ein wichtiges Dienstessen. Aber wir geben nicht auf. Er muss unser Design sehen. Hallo. Hallo, guten Tag. Wir sind die Wieso-Konsumagenten vom ZDF und wir haben hier ein kleines Präsent für den Minister. Und unter den 31 Gramm Zucker, die von der WHO empfohlen werden. Ja, das kann ja auch nicht aus dem Ärmel schütteln. Das muss ich berechnen, dann nehme ich die Sache mal mit. Ja. Der Ernährungswissenschaftler Christoph Meinhold hat Wolfgangs Leibgerichte nach Mahlzeiten sortiert und den Zuckergehalt anhand der Nährwerttabelle ausgerechnet. Bin ja mal gespannt, ob das die richtige Ernährung ist, um Wolfgangs Bäuchlein in Zaum zu halten. Ich liebe Buffets. Ich habe das hier mal aufgebaut. Wenn wir uns die Tagessumme ansehen, sehen wir, dass sie insgesamt 162 Gramm Zucker in all dem zusammen zu sich nehmen würden. So viel? Ja. Die magische Schallgrenze, die Sie sagten, 31 Gramm, die haben wir schon bei der allerersten Mahlzeit des Tages schon überschritten mit 49,6 Gramm. So viel Zucker ist in den Einzelportionen natürlich enthalten oder zugesetzt. Und das verteilt sich auf die einzelnen Lebensmittel. Für das Müsli haben wir 7 Würfel Zucker. Und für die enthaltene Sojamilch haben wir nochmal 2. Für die Banane haben wir 5 Würfel Zucker. Für die 2 Cappuccino kommen nochmal 3 Zucker hinzu. Das ist eine Menge. Das hätte man doch gar nicht gedacht, was hier alles schon an Zucker drin zu finden ist. Und es geht munter weiter. Im Vormittagssnack verstecken sich insgesamt 26 Gramm Zucker. Das sind 9 Würfel obendrauf. Die brauche ich für meine Energie. Schon klar, du bist ein totaler Power-Typ. Im Mittagessen 29 Gramm Zucker, also 10 Würfel. Davon alleine im Getränk schon 7 Stück. Schmeckt aber auch lecker, das Zeug. Am Nachmittag wird Wolfgang bescheidener. Nur 3 Zuckerstückchen. Den nimmt das aber auch genau, dieser Erbsenzähler. Zum Abendessen kommen dann noch mal 42,3 Gramm Zucker dazu. Spitzenreiter ist dabei wieder das Getränk mit 7 Würfeln. Insgesamt plus 14 Stückchen. Und dabei schmeckt das Schnitzel nicht mal süß. Tja, das ist eben die Zuckerfalle.
Guck mal, selbst in den herzhaften Chips steckt Zucker. Zwei Würfel. Alle Mahlzeiten zusammen ergeben das Fünffache der empfohlenen Tagesmenge. 55 Würfel. Das ist unglaublich. Das ist ja doch eine Menge. Also mit einer Mahlzeit locker schon die Tagesration, ne? Die empfohlene. Ja. Die WHO bezieht sich natürlich auf den zugesetzten Zucker, also den zum Beispiel hier in der Limonade zugesetzten Zucker. Im Gegensatz dazu die Banane, die natürlich auch Zucker enthält und der nicht mitkalkuliert würde. Das ist halt der Naturzucker. Genau. Laut Weltgesundheitsorganisation sollte vor allem der zugesetzte Zucker reduziert werden. Bei Obst können wir mit gutem Gewissen zugreifen. Dann sehen wir uns mal hier den Fruchtjoghurt an. Da sehen wir hier in der Nährwerttabelle Zucker 16,5 Gramm. Und hier sind natürlich sowohl der Fruchtzucker als auch der Milchzucker als auch der zugesetzte. Verantwortlich. Die müssen sicherstellen, dass nur gesunde Produkte an Kinder beworben werden. Das wäre ein wesentlicher Beitrag dafür, dass die sich besser ernähren, die Kinder. Also ich persönlich kann es gar nicht nachvollziehen, warum die Politik in Deutschland noch nicht einschreitet. Das liegt daran, dass sich die Politik im Moment nicht mit der Lebensmittelwirtschaft anlegen will. Das zuständige Ministerium sieht die besondere Verantwortung in Bezug auf Werbung für Kinder bei der Wirtschaft. So steht es in einem nationalen Aktionsplan, antwortet man uns schriftlich. Kindern soll nicht suggeriert werden, für eine vollständige und ausgewogene Mahlzeit sei der Verzehr eines bestimmten Lebensmittels unersetzlich. Zusätzlich wird eine Strategie zur Reformulierung von Lebensmitteln entwickelt. Dieser Ansatz zielt darauf ab, die Lebensmittelindustrie dazu zu bringen, den Zucker-, Salz- und Fettgehalt ihrer Produkte durch eine Änderung der Zusammensetzung zu reduzieren. Der Spitzenverband der deutschen Lebensmittelwirtschaft unterstreicht hingegen, wie wichtig Werbung und ansprechende Verpackungen sind. Nur so könnten sich die Wettbewerber voneinander unterscheiden. In einer Stellungnahme heißt es: Die Lebensmittelbranche setzt deshalb auf einen verantwortungsvollen Umgang mit Werbung und unterstützt zudem Initiativen, die zum Beispiel Kindern Hilfestellung zur Erlernung von Medienkompetenz geben. Kinder kommen bereits von klein auf mit Einkaufsstätten und Medien jeglicher Art in Kontakt. Deshalb ist es umso wichtiger, sie mit Werbung vertraut zu machen und ihre Kompetenz für das richtige Verständnis und den Umgang zu stärken. Nur dies kann der Weg in unserer Gesellschaft sein und nicht etwa in den Markt einzugreifen und Verbote auszusprechen. Dann müssen wir uns eben mit der Politik anlegen. Diese Hersteller machen Profit auf Kosten der Gesundheit von Kindern und die Regierung sieht zu. Ich habe Wolfgang ein paar Verpackungen besorgt, die ganz besonders dreist auf Kinder abzielen. Ich denke, die Politik muss aktiv werden. Ja, und wie? Oder wie bei den Zigarettenpackungen? Soll da jetzt draufstehen, Vorsicht, Ihr Kind wird noch dicker? Super, und noch Bilder drauf. Von dicken Kindern? Ja, und wir packen Warnhinweise drauf. Wir warnen vor dicken Kindern. So machen Kinder dick werden, so ist wohl richtiger. Schockbilder auf Zigarettenpackungen gibt es ja schon. Jetzt machen wir auf ein anderes Gesundheitsrisiko aufmerksam. Statt mit süßen Comicfiguren zu werben, warnen wir mit dicken Kindern vor zu viel Zuckerkonsum. Wir haben keinen Termin beim Ernährungsminister bekommen. Wahrscheinlich hat er ein wichtiges Dienstessen. Aber wir geben nicht auf. Er muss unser Design sehen. Hallo. Hallo, guten Tag. Wir sind die Wieso-Konsumagenten vom ZDF und wir haben hier ein kleines Präsent für den Minister und wollten mal fragen, ob er uns sehen möchte. Den werden Sie leider nicht zu sprechen kriegen. Wir haben nämlich ganz innovative Ideen für Verpackungen. Es geht um Lebensmittel für Kinder. Ich kann Ihnen da wirklich keine Auskunft drüber geben. Können Sie denn die Pressestelle anrufen und für uns fragen, ob der Minister Zeit hat für uns? Wir würden nur gerne diese schönen Verpackungen überreichen. Gedulden Sie sich bitte noch einen Moment. Ja. Warten Sie bitte hier vorne. Ja, sicher. Der Mann gefällt mir, der fackelt nicht lange. Ein Moment, nicht so gierig. So, also. Das schmeckt ihm. Offensichtlich, wollte ich gerade sagen. Aber einen zweiten kriegen sie aber nicht davon. Den haben sie nicht so gut gebacken. Bitte? Wie schmeckt der? Der schmeckt auch lecker. Der schmeckt Ihnen gar nicht? Okay, weiter kämpfen. Gut. Gut? Mhm. Nicht so doll. Nö. Schmeckt er Ihnen? Zu süß. Okay. Wenn haben Sie keinen Kaffee dabei? Kaffee? Ja, jetzt ist aber gut. Welcher hat Ihnen am besten geschmeckt? Der oder der? Die haben Sie ja beide gesagt. Sag nur der. Der? Ja. Gucken Sie mal hier. Stinknormaler Haushaltszucker. Das, was der Bauer kennt, das ist er auch. Genau. Haushaltszucker. Mhm. Haushaltszucker schmeckt Ihnen am besten? Ja. Am besten hat mir der geschmeckt. Okay. Das ist? Kokosblütenzucker. Den finden Sie am besten? Ich bin ja doch fertig mit den Nerven. Silly schmeckt Ihnen am besten. Okay. Das hier ist Kokosblütenzucker. Sehr lecker. Das ist der stinknormale Haushaltszucker. Aha. Tada, das ist stinknormale Haushaltszucker. Da sind Sie von der Socken. Ja.
Also Kokosblütenzucker schmeckte ja Ihnen am besten. Hm? Ja, da haben Sie mir schon geholfen. Gut. Kommen Sie, ich helfe Ihnen auch noch ein Stück. Gut, aber dann ein bisschen schneller, ne? So, ja. Ja, die das hier reicht. Nach unserem nicht repräsentativen Verbrauchertest ziehen wir folgendes Fazit. Stevia hat kaum Kalorien, aber unsere Stevia-Muffins haben im Test geschmacklich nicht überzeugt. Ein weiterer Nachteil, beim Backen muss das fehlende Volumen durch Eischaum aufgefüllt werden. Xylit hat weniger Kalorien als Zucker, kann beim Backen genauso verwendet werden und ist außerdem zahnfreundlich. Allerdings hat der Geschmack der Muffins im Test nicht überzeugt. Und in großen Mengen wirkt Xylit abführend. Kokosblütenzucker zeichnet sich durch einen leckeren, karamelligen Geschmack aus, der auch einige Tester überzeugte. Beim Backen kann er wie Zucker verwendet werden, er ist jedoch sehr teuer und hat eine schlechte Ökobilanz. Aspartam ist sehr kalorienarm, jedoch war der Geschmack im Test nicht überzeugend. Häufig muss es mit Kohlenhydraten gestreckt werden. Was der Deutsche kennt, das ist er auch wieder. Haushaltszucker. Das wollen sie haben. Gut. Und wenn ich jetzt haben will, ist Feierabend. Und zwar zügig. Wie renne ich denn hier rum? Für meine Lieblingskollegin habe ich eine absolute Knallerüberraschung vorbereitet. Wo bringst du mich verdammt noch mal hin? Tolle Überraschung, ne? Pass auf, wir haben doch in der letzten Zeit jetzt so viel über Zucker gelernt. Ja. Zucker macht krank, Zucker macht dick. Aber Zucker ist auch ein super Energieträger. Wir sind hier quasi im Cape Canaveral des Ruhrgebiets. Ich habe mit dem Sprengstoffexperten Wolfgang Stabe was ausgeheckt. Also Zucker ist ein ganz großer Energieträger. Das heißt also, in richtigen Formen, wie jetzt hier, kann man was antreiben. Das ist nicht ungefährlich, das ist also kein Kraft von was Süßem. Und das sieht man eben auch schon bei kleinen, kleinen Kindern. Praktischerweise sitzt im Wartezimmer das perfekte Versuchskaninchen. Er sieht so unglaublich süß aus, aber ist auch seine Vorliebe für Süßes angeboren? Das erste wird dir sehr gut schmecken, die anderen vielleicht nicht so sehr. Ja, guck mal. So, und das ist jetzt Zucker? Mhm. Genau, da wird er sicherlich lachen bei. Aha. Guck mal. Aha. Gerne, ne? Gerne. Der Mund geht schon auf. Ja, da lacht er. Das mag er ja. Pass auf, jetzt steigern wir das Ganze noch ein bisschen. Jetzt kommt die Zitrone. Ein kleines Zitronchen, gucken. Da wird das Gesicht verzogen. Fällt dir das? Das sieht nicht gut aus. Schwierig. Jetzt gibt es ein bisschen was Bitteres. Die bittere Grapefruit, bittere ja. Grapefruit. Er will nicht. Na dann schnell mal zurück auf Mamas Arm. Da schmeckt selbst die bitterste Medizin nicht mehr ganz so schlimm, oder? Der Gesichtsausdruck. Ist nicht so fein, ne? Hier das gesamte Mimikpaket im Überblick von lecker bis bäh, was denn das für eine Plörre. Eindeutiger Gewinner, das Zuckerwasser. Danke, kleiner Wiese-Konsumagent. Wie schätzen denn die Deutschen selbst ihren Zuckerkonsum ein? Was glauben Sie? Wie viel Kilogramm Haushaltszucker verbraucht der Deutsche im Durchschnitt im Jahr? Also ich würde denken, 5 Kilo sind das bestimmt. 5 Kilo würde ich jetzt erstmal sagen, ist okay. 12 Kilo. Mhm. Wahrscheinlich 7 bis 8 Packungen pro Jahr. Ich würde auch sagen 7000. 7000 Kilo? Nein, Gramm, Gramm. Oh, Gramm, Gramm. Gramm. Eins. Four. 3, 4, sugar, sugar, baby. Oh, oh, sugar, sugar, baby. Silently to me. Sie sagen 5 Kilo? Ja. Es sind 31,3. Oh, die gesamte Schuppenkarre. Alles? Das ist viel. Ja. Sind sie viel? Ja, also schon. 31, wow. Okay, viel. Viel. Aber Zucker ist so lecker, es ist yummy. Zurück in unserem Büro mit stattlicher Kochnische. Ich brauche jetzt erstmal ein paar Vitamine. So, Glück auf. Na, Herr Trepper, wie läuft's mit dem Zuckerentzug? Ja, ich sag mal, also ist nicht so schlimm, aber schön ist auch anders, aber es geht. Aber ich habe gute Nachrichten, das wird dir wahrscheinlich gefallen. Der Arzt meinte, man muss nicht päpstlicher als der Papst sein. Das heißt, du musst nicht hundertprozentig auf Zucker verzichten. Hauptsache, du reduzierst es ein bisschen. Sehr gut, dann esse ich von den Dingern nicht wie früher 5, sondern nur noch 1. Weißt du was, ich habe